Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Montag, Silvester ist vorbei, das neue Jahr hat begonnen. Eigentlich wollte ich nur bis Weihnachten jeden Mittwoch ein Video hochladen, ein zusätzliches, aber irgendwie ist Vloggen gerade lustig, deshalb mache ich es jetzt mal weiter, so lange wie es geht und so lange es mir Spaß macht. Und vielleicht kommt nicht jeden Mittwoch ein Video, aber ich habe jetzt mal vor, dass ich jeden Mittwoch einen Vlog hochlade und euch ein bisschen im Lockdown-Alltag mitnehme. Es passiert zwar nicht viel, aber so kann ich wenigstens mit wem sprechen und drehe nicht komplett durch. Ich bin gerade am Kochen, wie immer stehe ich in der Küche und am Arbeiten. Mein Laptop macht gerade ein Update, deswegen habe ich begonnen, mein Mittagessen zu kochen. Es gibt Veggie-Burger aus Pilzen und Reis und Bohnen und allem möglichen. Das probiere ich mal. Ich hatte nämlich noch einen Bun eingefroren. Bun? Patty? Bun. Ein Bun eingefroren. Und das gibt es heute Mittag mit grünen Bohnen als Beilage. Ich habe hier das Kochbuch von Anna Jones, A Modern Way to Eat. 200 vegetarische und vegane Rezepte für jeden Tag, und zwar der Riesenhungerburger. Also das ist ein Rezept für 8 Burger, das mache ich so ähnlich, also sie jetzt mit weißen Bohnen gemacht, ich mache es mit Kidneybohnen, weil ich keine weißen Bohnen habe. Und ja, ich habe nur einen Burger Bun und den Rest gibt es einfach als Gemüseleibchen. Aus dem Buch habe ich bisher noch nicht so viel gekocht. Ich finde es ganz cool, also die Rezepte schauen sehr, sehr gut aus, die drin sind. Aber was mich etwas stört, ist, dass nicht bei jedem Rezept ein Bild dabei ist. Und irgendwie, ja, brauche ich Bilder zu den Rezepten, weil wenn kein Bild dabei ist, dann mache ich es irgendwie nicht. Ja, aber sonst sehen die Rezepte sehr vielversprechend aus. Heute arbeite ich, dann habe ich am Nachmittag noch eine kurze Weiterbildung online, also eine Fortbildung. Ja, das war es eigentlich. Und mein Video für Mittwoch möchte ich noch schneiden, weil heute ist ja Montag. Ich drehe euch mal ein bisschen. Und ich weiß, dass man Pilze nicht waschen sollte, weil sie sich dann angeblich ansaugen, aber ich hätte da noch nie einen Unterschied geschmeckt. Das geht einfacher. Vor allem, wenn ich keine selbstgesammelten, sondern welche aus dem Supermarkt habe, finde ich das irgendwie besser. Lifehacks mit Laura. Ich habe das mal bei irgendeinem Hack-Video gesehen, dass man doch Champignons mit dem Eierschneider schneiden kann. Und das probiere ich. Das funktioniert super. Ich habe jetzt den Stängel rausgegeben. Vielleicht funktioniert es aber auch mit. Funktioniert auch mit, ja. Sehr gut. Okay, ich bin gerade dabei, das Ganze zu braten. Und bitte, wie authentisch schaut dieses Fleisch aus. Schaut ja echt aus wie Fleisch, oder? Dazu gibt es die Bohnen, das ist die Masse. Und die Brötchen toaste ich ein bisschen in der Pfanne an. Und dazu Essiggurken, was die meisten nicht mögen. Tomaten und Frühlingszwiebel. Und Ketchup, Mayo und Käse. Und fertig ist der Burger. Nicht wundern, er ist nicht so riesig, aber der Teller ist so klein. Ich habe irgendwie einen zu kleinen Teller genommen. Mit grünen Bohnen. Mahlzeit. Wir sind gerade laufen im Schnee. Und es ist so anstrengend, aber so schön. Eichhörnchenspuren. Hallo, guten Morgen. Es ist Samstag, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und
Wir wollten eigentlich gerade Skifahren gehen. Wir waren auch schon auf dem Weg und sind dann wieder umgedreht, weil einfach so viel los war. Es war um 9:30 morgens alles voll. Ich glaube, um 9 sperren die Lifte auf. Der komplette Parkplatz war voll. Die Leute sind angestanden. Ich meine, ich verübel sie nicht. Ich wollte auch Skifahren gehen. Und dann sind wir wieder umgedreht, weil wir uns das einfach nicht antun wollten. Weil es muss ja nicht sein. Es ist ein Luxussport. Es ist eine Ausnahmesituation zurzeit. Und da die Lifte geöffnet haben und sonst alles zu hat, sind halt alle Leute Skifahren. Aber das wollten wir uns nicht antun und sind dann wieder nach Hause gefahren. Gestern wollten wir eigentlich auch Eislaufen gehen. Aber auch der Eislaufplatz war komplett voll. Auch deshalb sind wir dann wieder umgedreht. Und heute haben wir dann zum anderen Eislaufplatz geschaut. Der war leider noch nicht geöffnet, also der war noch nicht fertig. Also das Eis war noch nicht befahrbar. Ja, also läuft zurzeit mit Wintersportarten. Aber ist egal, ist nicht so schlimm. Und werde mich jetzt gemütlich auf die Couch legen, ein bisschen lesen, nachher vielleicht ein bisschen laufen gehen, weil es ist wunderschönes Wetter draußen. Und ja, was soll's. Es wäre zwar lustig gewesen, Skifahren zu gehen, aber egal. Wir haben uns dann doch noch dazu entschlossen, dass wir es nochmal probieren und eine kleine Wintersportrunde machen. Und ich blende euch jetzt die Aufnahmen ein, die wir gemacht haben. Im Endeffekt Skitour und Rodeln, also Christian und ein Freund sind mit den Tourenski gegangen und ich mit dem Bob gefahren, weil ich bis jetzt noch keine Tourenski habe. Ich möchte mir aber heute noch welche besorgen, damit wir morgen vielleicht mal probieren können. Mal schauen, wie das Wetter ist und ob das alles so funktioniert, und das wäre natürlich richtig, richtig cool. Nur ich will mir noch keine kaufen, bevor ich es nicht einmal probiert habe. Und ja, der Ausflug war sehr schön. Wir waren auf einem Hügel, wo nichts los war. Also wirklich nichts. Ein paar wenigen Leuten sind wir begegnet und das war wirklich schön. Also in Österreich darf man übrigens Skifahren. Das ist erlaubt. Also die Lifte und alles hat offen. Und ja, ich bin schon gespannt auf morgen. I never make promises, 'cause I don't keep them. Never make promises, 'cause I don't keep them. Hallo, wir sind zurück von der Skitour, von meiner allerersten Skitour, und es war richtig, richtig cool. Mir hat es echt Spaß gemacht. Ich habe Christian seine Ski ausgeborgt und er ist dabei mit Bigfoots gefahren. War auch ganz lustig. Und es war echt cool. Mich hat es erstaunt, dass das so gut funktioniert hat, weil ich normalerweise nicht so die Tiefschneefahrerin bin, sondern eher auf der Piste fahre. Aber es hat echt gut funktioniert. Aber die Bedingungen waren auch perfekt. Und es wird, glaube ich, nicht das letzte Mal gewesen sein. Also ich schaue jetzt, dass ich mir selbst irgendwie gebraucht was kaufe, weil das war echt cool. Und vor allem bei uns in der Gegend gibt es relativ viel, wo man das machen kann, wo man Tourenski gehen kann. Und ja, jetzt verstehe ich, warum irgendwie zurzeit alle, zumindest von meinen Freunden und Bekannten auf Instagram, dauernd Tourenski-Videos und Fotos posten, weil es einfach echt lustig ist. Also, das ist, glaube ich, der Trendsport 2021. Und ich bin natürlich mit dabei. Ich bin nicht so alternativ, dass ich irgendwie was anderes machen würde, sondern mache den Trend mit.
Und ja, es ist echt cool. Man trifft keine Leute oder so gut wie keine Leute. Da ist nichts los. Das war auch cool. Man muss nicht beim Lift anstehen, man geht da einfach rauf und fährt dann runter irgendwo, wo man Lust hat. War echt cool. Jetzt gibt's Pizza. Letztens habe ich hier irgendwo gelesen, dass die Travel Leasers sind jetzt zu den Tourenski Leasers geworden. Ich fühle mich leicht ertappt dabei. Who cares? Scheißegal. Solange es lustig ist. Es ist wieder Montag morgens. Ihr habt gerade den schönen Sonnenaufgang gesehen. Es hat wieder geschneit gestern und in der Nacht. Und ja, ich wollte mich nur vom Vlog verabschieden. Ich hoffe, es ist genug Material zusammengekommen. Ich habe irgendwie nicht so viel gefilmt, ist mir vorgekommen, aber wird schon reichen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns am Sonntag. Ciao!